Jo, hallo, hey, ich bin Tadalia, ihr seid auf dem Kanal Power Animals und heute bin ich mal nicht alleine, sondern ich habe ein paar Freunde mit. Wir sind nämlich gerade in China, in einem. Jo, hallo, hey, ich bin Tadalia, ihr seid auf dem Kanal Power Animals und ja, wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine. Wir sind in China in einem Hotelzimmer und neben mir sitzt Lee. Und hinter der Kamera sitzt Theresa. Und zwar, direkt nach dem Intro, probieren wir Süßigkeiten, die die beiden beide noch nicht gesehen haben. Und beide macht Sinn. Die beiden noch nicht gesehen haben, sie wissen nicht, was es ist. Wir haben Süßigkeiten und wir haben vier Getränke. Und ich würde sagen, los geht's. Okay. Das passt! Das ist aber sehr viel kaum. Das sind die Erdbeerringe. Ja, voll. Die Erdbeerringe. Und dann, jetzt, Finger weg, ich sagte er euch. Der Typ ist witzig. Der Typ ist so witzig. So, also, mit was wollt ihr anfangen? Das erste sind Erdbeerstangerl. Also das sind so, wie heißt denn die in Österreich? Mikado! Voll! Die Mikado in Erdbeer. Rosa Erdbeer. So. Haben 7 Yuan gekostet. Also 1 Euro. Circa 1 Euro. Nicht ganz 90 Cent wahrscheinlich. Da ist die Inhalt zum Netto! Gott, sie riecht sehr intensiv. Oh, voll. So wie die Kaugummi. Wie heißt die Kaugummi? Die so gut? Bubble. Voll die Bubble. Die Bubblegum. Wo ist oder? Oh Gott. Okay. Eins, zwei, drei. Neutral. Jawohl, man schmeckt die Stabel, also das. Es schmeckt sehr stark wie nix. Und dann kurz ein bisschen noch. Halt nur das, nur die. Ganz leicht Erdbeer, aber minimal. Mhm. Minimal. Mhm. Sie riecht intensiver als schmecken. Von 1 bis 10 Punkte eine 3. Ja. Ja. Okay. Ich mach auf. Keine Ahnung, was das ist. Das ist so das süße Wasser drauf. Ist es flüssig oder ist es? Sag mal. Es ist strange. Es ist wahrscheinlich ist es nicht. Ich glaube, dass getrocknete Erdbeeren sind. Also das kann auch schon sein. Ja, es riecht nach Trockenfrüchten. Aber hier schmeckt es nicht so. Okay. Es schaut halt aus wie Zwetschgen. Das ist aus Zwetschgen, oder? Das ist Zucker ins Wasser. Das sind Datteln. Nein, das ist Erdbeeren. Warum ist da Erdbeeren drauf? Das sind Datteln. Das sind Erdbeeren drauf und das sind Datteln drin. Naja, das sind alle. Das sind lauter Datteln. Also. Da ich keine Datteln mag. Mit 2. 2 von 10. Ein halber. Also. Oh, dank dieser Hüte. Mir schmeckt es, aber es ist. Ja, es. Es kommt jetzt Spain. Ich tue nichts auf die Falle fertig. Und das. Magst du? Oh, da habe ich 3 gekauft. Das ist meist voll. Das ist das Einzige, was ich mehrfach gekauft habe, da kriegt jeder eins. Was ist das? Es ist weich. Gaoliang. Es kommt nicht weich. Gaoliang. Ja, aber die war im Geschäft schon weich. Okay. Aber Rippen ganz gut, ne? Und die haben mich beim ersten Tag schon fasziniert. Hä? Ja, sie sind schon komisch aus und die Rippen voll.
Freegan. Die Rirke? Die Rirke? Ja, das. Ich kenne den Geruch. Okay, was? Banane. Banane! Oh mein Gott. Aber es ist ja wieder keine Banane auf dem Papier drauf. Sondern Mais? Ja, da muss auch immer eine Sesse. Oder irgendeine andere Farbe. Wow, da ist eine Mehlschicht drauf. Mhm. Also schlecht. Aber es schmeckt nicht schlecht. Sieben? Sieben ist acht. Aber Kaufempfehlung. Hey, jetzt sind halt wieder Datteln. Es sind halt einfach wieder Datteln. Mal schauen, ob die Jungs Datteln mögen. Sieht sehr lecker aus. Ja. Ich weiß nicht. Es ist süß mit Sesam. Es riecht nur mit Sesam. Ich will Wasser. Au! Sesam sollte ich. Es riecht immer nach Sesam. Oh. Hä? What? Das ist... Ich hab die Honig aus, oder? Oder so Zucker. Ja, so irgendwie so eins, zwei, drei. Eigen, weil es liegt. Das schmeckt genau nach Sesam. Es schmeckt nach Sesam. Und so. Ah, Ewoks? Es schmeckt nur nach Sesam. Nur? Ja, aber ich finde es richtig geil. Weil die Konsistenz ist. Ja. Und finde ich voll geil. Es hat keinen Eigengeschmack. Voll? Das ist die Frühe. Ich mag nur mal. Ich mag die Konsistenz, aber nicht jetzt nicht so. Ich mag die Konsistenz früh. Ja. Nein. Ja, wenn. Ja. Besser als das erste. Na, das. Doppelding. Also, wenn man es nicht so mag, so wie ich, dass es auf die Zähne rausgeht. Ich höre es so gut. Wie hoch die kriegst du? Ja, von 4 eigentlich. Wollen wir mal den Trick probieren? Ja. Oh, Eistee. Hä? Ich hab den Energy gehört. Ich dachte, mit Eistee stand. Okay, probieren wir den Eistee. Okay, probieren wir Eistee. Also. Ah, das sieht sehr cool aus. Geruchstest! Es soll Zitronenästig sein. Es zischt. Ja, es ist doch Zitronenästig. Aber schau, ob ich da mal kotzen muss. Ich muss teilweise von Zitronenästig kotzen. Okay, okay. Ins Klo! Also. Upsi, ich mache immer etwas falsch. Hast du dauernd zum Fenster kurz Löffel und geh weg! Upsi. Das war mittig. Hier unten weg. Oh, wie schmeckt's? Mhm. Komplett neutral, also wie das Wasser. Ah, das sieht man ja. Wenn du Wasser. Was Wasser geschmackt und ja, und die haben so ein Pfirsich drin. Ja, eher Pfirsich schon, weil er Pfirsich. Es ist. Es hat so Säure von der Zitrone. Mhm.
Aber den Hauptgeschmack schmeckt nach Pfirsich. Aber die Joke geht so schnell. Wir waren es an schlechten Pfirsich-Eistig nochmal hin und der Zitronengeschmack reingelassen. Ja. Okay. Okay. Das hat mich voll interessiert. So sieht die Verpackung aus. Das ist genauso wie mehlig wie das. Das ist weich. Wow! Warte mal! Okay, das ist aus. Nein! Das ist wahrscheinlich gar nicht zum Essen, sondern Flummis. Finger weg! Lass es genauso kalt! Oh mein Gott, da ist was drin! Okay, also so sieht es von oben aus. So ein komisches Gummispielzeug. Komplett irgendwie grauslich. Es riecht nach Müll, das auf jeden Fall. Ja, voll. Jetzt reißt es einmal. Gummi kaufen so. Aber chemisch auf jeden Fall. Okay, das kriegt von der Konsistenz ja schon mal einen Punkt dazu. Nicht teilbar. Alles ist teilbar. Ja, das kriegt ihr wieder getrennt am Zug. Bei dem Finger sieht es komplett scheiße aus. Es ist mal an. Was riecht das? Es zergeht voll. Ich kann es gar nicht muten, aber. Es zergeht voll im Schmuck. Nein, das ist nicht schön. Weh! Ja, es schmeckt doch mehr. Ja. Weg! Minus 1000. Minus 1 Million hoch 1. Ich muss mal Hände waschen. Ja, es fickt. Hände waschen. Ja, ich muss eigentlich nur waschen. Weh! Das ist nur so eine Berührung und so. Also. Ich kann nicht einmal. Oh, das. Also, es ist eine knappe Zeit. Ja. So sieht's aus.